Hallo und Gesang zu Railroad Pioneer Mission Nummer 10 in Kalifornien, sprich die letzte Mission. Susanville, 5. Juli 1870. Missionsziel: San Francisco anbinden und das Gleisnetz damit abschließen. Am Ende erwartet sie ein starker Gegner und ein großes Gebirge. 4000 Handelspunkte, 2 Submissionen und diesmal ein bisschen mehr wie 2 Jahre Zeit. Werden wir vermutlich auch brauchen. Könnte sonst ein bisschen knapp werden, ist nämlich nicht gerade die einfachste Mission, zumindest wenn man sich nicht vernünftig vorbereitet. Das war verdammt knapp. Elko konnten wir vor der Konkurrenz anschließen und den Menschen dort rechtzeitig helfen. Durch diese Rettungsaktion haben wir allerdings wertvolle Zeit verloren. Wir stehen kurz vor dem Ziel und schreiben das Jahr 1875. Vor uns liegt die letzte Etappe unserer Reise. Kalifornien, der goldene Staat mit der mächtigen Sierra Nevada. Hier thront der höchste Berg Amerikas, der Mount Whitney mit stolzen 4417 Metern. Jetzt müssen unsere Tunnelbauer und Geologen zeigen, was in ihnen steckt. Das Ziel liegt zum Greifen nahe. Allerdings ist die gegnerische Gesellschaft bereits einen gefährlichen Schritt weiter. Diese Halunken befinden sich schon seit Tagen auf der anderen Seite eines riesigen Bergmassivs, das noch vor uns liegt. In San Francisco bereitet man sich schon fieberhaft auf die Ankunft der Eisenbahn und eine feierliche Zeremonie vor. Ich bete zu Gott, dass ihre Fähigkeiten uns zu Helden dieser Geschichte machen werden. Ja, wir werden es zumindest versuchen. Und eine gute Vorbereitung unter anderem ist ein guter Fuhrpark. Und da sind wir nicht schlecht aufgestellt. Natürlich können wir wieder nur 4 Lokomotiven mitnehmen. Die Santa Fe haben wir schon mit im Programm dabei. Heißt, mit denen müssen wir da jetzt auskommen. Das sollte aber schon hinhauen. Vollenden Sie das Gleisnetz. Endlich! San Francisco liegt zum Greifen nahe. Vollenden Sie Ihr Meisterwerk und den Bau der ersten transkontinentalen Eisenbahnstrecke. Weisen Sie William Blake und seine Gesellschaft in die Schranken und fahren Sie die ersten Passagiere dorthin. Aber unterschätzen Sie nicht die gewaltigen Berge, die uns noch vom Pazifik trennen. Ja, und die Map ist sehr, sehr groß. San Francisco liegt irgendwo da unten. Da sind 2 Bergmassive dazwischen und wir sind jetzt hier in so einem, ja, Tal, sage ich mal, wobei da oben einfach die Karte aus ist, von dem her schwer zu sagen, ob das ein Tal ist oder nicht. Und ich laufe da schon mal rüber mit einem Prospektor. Da sind ein paar Gefahren, den können wir aber im Moment noch ausstellen. Na komm her da. Und die gute Vorbereitung, von der ich gesprochen habe, ist, dass wir jetzt hier auf unserer Seite vom Berg das Gleisnetz vernünftig aufbauen und schauen, dass wir einfach zu viel Geld kommen, damit wir uns hier den Tunnel leisten können, nach Sacramento rüber, beziehungsweise vielleicht sogar 2 Tunnel. So, Startbudget darf man nicht überschätzen, das werden wir relativ schnell aufgebraucht haben, nach, ja, wie spricht man diese Stadt wohl aus? Yerka, vermutlich nicht, aber egal, nach Yerka rüber, das ist ein weites, weites Stück, das wird ganz schön viel Geld kosten, dafür auch ganz schön viel Geld bringen. Und das ist auch eine Mission, wo man sollte möglichst effektiv das Ganze angehen. Heißt, wenn ich jetzt hier was baue, überlege ich mir in dem Fall schon, erstmal wo fahre ich, da sind doch ein paar Hügel dazwischen. Und das zweite ist, mit was fahre ich, zum Beispiel hier Holzfällerei, die wir noch evaluieren sollten, wie mir gerade einfällt. Da gerade am Anfang zumindest sollte man auf jeden Fall 2 Passagierwaggons voll hinliefern, können wir uns auch problemlos leisten. Wir haben den entsprechenden Fuhrpark da und ich nehme hier die Lokomotive, die eh schon aufgelevelt ist, für diese Aufgabe, damit wir die noch weiter raufkriegen und die werden wir dann einfach für, ja, irgendeinen anderen wichtigen Job verwenden. So, was man auch machen kann, ist natürlich hier im Geografenviertel ein paar Dinge aufdecken. Das mache ich, glaube ich, der Fairheit halber, wenn ich irgendetwas wüsste, wo es wäre. Trotzdem, aber im schlimmsten Fall gehen wir sowieso suchen. So, das ist angeschlossen, dann fahren wir gleich los und wie erwähnt, fahre ich mit 2 Passagierwaggons hin, zumindest zu Beginn. Weil hier die Quartiere auch die entsprechende Nachfrage haben und ja, da lohnt sich das auch, die Passagiere für das zu verwenden. Ein bisschen später, weil wir haben hier nur 3 Wohngebiete, da müssen wir uns das überlegen, ob wir das immer noch machen wollen.
weil, ja, darüber liefern nach Jerkas und so taufe ich es jetzt für den Moment mal, bringt um einiges mehr Geld. So. Noch ist der Preis gut, wird aber bald mal fallen. Und wir liefern hier Holz an. Das bringt im Moment noch nichts, allerdings wird hier dann entstehen natürlich ein Sägewerk und das bringt schon was. Da möchte ich das Holz dann weiterliefern. So, dann verpassen wir da noch ein bisschen mehr Speed. Und dann gehen wir mal auf die Suche. Leisten wir uns noch einen zweiten Pionier. Eventuell mit Trapper und Revolverheld. Damit wir einfach auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Den werden wir dann auch noch nachrüsten. Ja, und unsere erste stabile Einnahme haben wir. Wobei, das wird bald mal runtergehen. Ganz einfacher Grund, die Nachfrage sinkt. Ja, was steht noch an? Und andere ein paar Lokomotiven noch erforschen. Ja, ein paar ist gut gesagt. Ja, doch immerhin drei Stück, die noch ausstehen. Und möglichst auch ein paar Upgrades für unseren bestehenden Fuhrpark. So, Holzfällerei 1 haben wir hier. Die werden wir uns auch gönnen. Sprich, da laufen wir mal zurück. Wir haben hier ja noch einen Pionier, einen Prospektor dabei. Allerdings ist es die Frage, wie schließen wir das vernünftig an? Da hinten rüber ist fast ein bisschen ein zu großer Hügel. Ich glaube, wir werden eher schauen, dass wir da vorbeikommen. Mal schauen, 92 Meter. Das klingt nicht schlecht. Müssen wir das noch aufdecken. Und ja, der Zug kann dann problemlos beide anfahren, würde ich meinen. Hier geht es eh schon ordentlich runter. Und da ist jetzt bald mal voll. Entsprechend der Preis schon runter. Haben wir da überhaupt noch Passagiere, die mal loswerden wollen? Ja, eh nicht mehr so viele. Die ist jetzt auch evaluiert. So. Und da laufen wir dann gleich weiter bis zur Tabakplantage. Schauen wir, dass wir da einen Korridor sozusagen aufdecken. Ja, und ihr seht, da gehen uns jetzt die Passagiere auch aus. Heißt, es bringt gar nichts mehr, da mit zwei Waggons zu fahren. Dann brechen wir das mal ab für den Moment. Hier ist das Holz auch aus. Also das wäre zum Beispiel so ein Moment, wo ich sage, ja, wenn man es effektiv spielen will, auch mal automatisierte Sachen wieder abbrechen. Weil manchmal kostet es einem sogar was. So, ich glaube, das ist halbwegs vertretbar, oder? Diese Streckenführung. Ja, ist insofern halbwegs vertretbar, als dass wir da nicht sehr weit fahren müssen. Das soll schon hinhauen. Na, warten wir da mal einen Moment, bis sich das wieder ein bisschen auffüllt, beziehungsweise bis wir hier wieder Passagiere haben. Und machen wir mal nur eine Fahrt. Hin und zurück. Und dann können wir anfangen zu pendeln. So. Da sind wir schön an einer Gefahr vorbeigelaufen. Ja, dann lassen wir das auch mal gut sein. Decke ich die nicht extra noch auf oder löse ich die nicht extra auf, weil wenn wir da mit der Strecke nicht vorbeifahren, brauchen wir es auch nicht. So, dann bitte noch zurück, wenn es geht. Das ist dann auch gleich mal angeschlossen und dann werden wir das wirklich automatisieren, beziehungsweise werden wir einen kurzen Moment da runterfahren mit Passagieren. Also einmal nur zur Holzfällerei 1, sobald die dran ist. Ich warte. Da werden wir da ein bisschen pendeln und dann stellen wir es gelegentlich auf beide. So, da wäre noch eine Holzfällerei, allerdings 3 ist natürlich eine extrem ungünstige Zahl. Da werden wir die für den Moment nicht anschließen, sondern ich schaue mal, dass wir da weiterlaufen und möglichst die Stadt bald anschließen können.
Ja, und für den Moment war es das mehr oder weniger mit unserem Gleisnetz. Also man könnte die Holzfällerei zwar noch anschließen, es bringt, wie gesagt, relativ wenig, meiner Meinung nach. So, da warten wir einen Moment, bis sich das Angebot ein bisschen weiterentwickelt. Eventuell können wir auch Handelspunkte investieren, wenn wir ein paar mehr haben. Und dann werden wir uns eben überlegen, wie wir da runterfahren. Ich denke, hier ist es nicht allzu schlecht. Ein bisschen schauen. Das schaut relativ gut aus. Wobei, machen wir es frisch so. Da müssen wir die Gefahr zwar beseitigen. Ah, da ist ein kleiner Hügel, da machen wir es doch nicht so. Dann war das so schon besser. Da geht es ziemlich ordentlich rauf. Aber nur einen kleinen Moment. Ja, dann ziehen wir das Ganze da gerade durch. Warum nicht? So. Geld schmilzt ein bisschen dahin, aber wir können noch leicht entgegenwirken. Und damit sich das Rüberfahren da auch lohnt, werden wir langsam anfangen, Passagierwaggons zu produzieren. Zumindest 2 oder 3 Stück sollten wir haben. Gut, ja, dann müssen wir jetzt leider ein bisschen warten. Und die können wir noch weiter aufleveln, wobei eher sollten wir jetzt langsam mal auf den Preis gehen, auf die Betriebskosten. Wird fast mehr Sinn machen. So, ich hoffe mal, dass der hier halbwegs durchkommt, ohne irgendwelchen Gefahren zu begegnen. Auch wenn es ein bisschen ein Glücksspiel ist. So, ich glaube, jetzt ist das halbwegs gut verteilt. Ja, da haben wir natürlich jetzt zu lang nichts abgeholt. Jetzt sind sie ein bisschen sauer. Aber dann werden wir das so machen. Mit einem Waggon. Einmal hier hin und einmal hier hin. Und passt. Dann ist das mal für den Moment erledigt. Die Lokomotive werden wir dann später uns noch schnappen, um die Strecke zu fahren. So, ziehen wir gleich ein bisschen weiter. Oh, da müssen wir leicht ausweichen. Das war nicht geplant. Nein, dann fahren wir doch oben vorbei in dem Fall. Müssen wir uns nur um die Gefahr hier kümmern. Holen wir gleich jemanden. Einmal Trapper. So, die Stadt haben wir aufgedeckt. Ja, dann. Wie verlegen wir die Gleise? Ich glaube, da oben rum ist eh nicht schlecht. Zwar nicht ganz eben, aber okay. Sollte finanziell auch noch drin sein, dass wir das verlegen, inklusive einem vernünftigen Bahnhof. Sehr gut. Dann wäre das eh schon erledigt. So, unseren Trupp. Dann mal schauen, ob da noch irgendetwas Interessantes in der Nähe ist. Die Gefahr noch beseitigen. Ja, und dann können wir da schon runterfahren, wenn wir uns da noch ein paar Signale leisten. Und noch einen dritten Passagierwaggon. Und dann können wir es vermutlich eh schon fast losgehen lassen. Bis dorthin wird das Zeffendel fertig gebaut sein. So, da nichts mehr zu entdecken. Da geht der Berg los. Okay. Dann laufen wir vielleicht darauf mit dem und erledigen mit dem hier das. Machen wir es ein bisschen anders. Da hinten ist, glaube ich, auch nichts mehr. Dann werden wir nach Hause gehen für den Moment. Ja, schöne lange Strecke und ihr werdet sehen, das bringt richtig viel Geld, da zu fahren. Da
Da produzieren wir gleich noch, würde ich sagen. Warum nicht? Im Moment haben wir es ja. Dann werden wir hier umstellen. Und den jetzt die Strecke erledigen lassen. Hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Dann entsprechend das hier abbrechen. Und mit dem dann rüberfahren nach Jelka. Wie auch immer. So, bestens. Machen wir mal eine Fahrt hin und zurück. So, dann ist die Gefahr auch beseitigt, rechtzeitig. Und wir können uns dann noch ein bisschen weiter umschauen. Warum nicht auch gleich mit dem? Okay. So, und jetzt gilt es natürlich hier irgendwie nach Sacramento zu kommen in absehbarer Zeit, beziehungsweise uns noch ein bisschen weiter zu festigen finanziell. Hier haben wir nämlich eine Schreinerei. Heißt, da können wir dann bald Bretter herliefern. Und wir haben eine Zigarrenfabrik. Bietet es natürlich an, die Tabakplantage. Oh, und gleich die zweite auch noch da anzuschließen. Werden wir das machen. Und hier mal vorsichtshalber alles aufdecken. Nicht, dass wir irgendetwas übersehen. Heißt, wir brauchen Nummer 1 noch 2 Prospektoren. Wir brauchen da die entsprechenden Anschlüsse. Können wir durch hier den Bahnhof bauen. Ich baue ihn lieber so leicht abseits. Schauen wir, geht sich da auch aus. Jawohl, auch wenn es ein bisschen mehr kostet, wegen der Weiche. Einfach, dass hier eine zusätzliche Ausweichmöglichkeit gibt. Genauso werde ich es hier machen. Und dann brauchen wir noch einen Kühlwaggon. Eine passende Lokomotive. So, ich glaube, die setzen wir jetzt einfach mal auf Pendelbetrieb, so wie sie ist. Und die werden wir überstellen. Die werden wir verwenden für das. Nehmen wir den Passagierwaggon mit. So, Fracht 1 hat man noch einen übrig. Den könnte man eigentlich fast daran hängen an die Lokomotive. Die ich da hinten immer ein bisschen über den Hügel raufquälen muss, sehe ich gerade. Ja, und jetzt seht ihr es gleich, weil der Zug hier daher saust. 8000 minus, müsst ihr mal schauen. Der hat jetzt nicht gerade viel geladen, wie viel das alleine bringt. Ja, 2000 waren das jetzt, glaube ich, für einen Waggon oder so. Und bei der Rückfahrt wird es noch wesentlich mehr. So, angeschlossen, evaluiert. Dann die bitte auch noch. Dann können wir das eh schon einmal fahren. Tabakplantage 1 zumindest. Ja, wir haben leider nicht genug Geld für die Abfahrt, aber warten wir mal, bis der ankommt. Der wird ordentlich Gewinn bringen. Ja, und das ist eigentlich eine der Haupteinnahmequellen, hier die Passagiere zwischen den zwei Städten hin und her zu liefern. Ja, habt ihr gesehen, das war jetzt wirklich eine Menge. So, Sägewerk ist auch schon fertig. Da werden wir die Produktionszeit gleich mal verkürzen und uns noch einen passenden Waggon bauen, weil da werden wir jetzt einen neuen Warenkreislauf aufbauen. Erstens mal Bretter liefern hierher und von dort dann Möbel und Zigarren zurückliefern, weil sonst lohnt sich die Hin- und Zurückfahrt nicht, wenn man nur in eine Richtung transportiert, werde ich auch gerne herzeigen. So, der holt seine erste Tabaklieferung ab, sehr gut. So, da wollte ich auch noch umstellen. Okay, und zur 1er. Und das Ganze schließen, sehr gut. So. Kurz zum Herzeigen, Bretter hierher liefern, ja, bringt schon mal einen schmalen Gewinn.
Und wenn man dann noch zurückfahren muss, sind wir im Minus. Das heißt, hier müssen wir mal mindestens eben entweder 2 Wagen mit Bretter liefern oder noch besser eigentlich auch irgendwas zurückliefern. Entsprechend werden wir uns darauf vorbereiten. So, da sind jetzt beide vernünftig angeschlossen, dann werden wir auch beide anfahren. Okay, das passt. So, ja, machen wir auch guten Profit. Und hier in diesem Falle muss man auch ein bisschen schauen, die Schreinerei bzw. die Zigarrenfabrik. Ein Viertel wird hier nur umgesetzt in Zigarren. Heißt, wenn ich hier einen Waggon anliefere, kommt ein Viertelwaggon Luxusartikel raus. Entsprechend tue ich hier üblicherweise am Anfang den Produktionsfaktor erhöhen, weil hier wird dann in derselben Zeit mehr produziert. Und man spart sich sozusagen die Produktionszeit zu erhöhen. So, irgendwer hat da Ladung verloren, warum auch immer. Vielleicht an irgendeiner Gefahr vorbeigefahren, die ich noch nicht gesehen habe. Schaut nicht so aus. Vielleicht hätte genauer Lesen auch geholfen. So, der wartet hier entsprechend. Brauchen wir da auch mal ein paar Signale. Okay. Und da haben wir so viele Passagiere, ich würde sagen, da brauchen wir definitiv noch ein paar Passagierwaggons, mindestens mal einen, um den an den Zug hier anzuhängen. So, da hätten wir jetzt unsere 2 Frachtwaggons. Jetzt schauen wir mal bei 1,5. Selbst da wird es sich vermutlich nicht lohnen. Genau, auch da lohnt sich die Fahrt nicht. Entsprechend werden wir mal nur hinfahren mit so viel Brettern wie möglich. Und schauen, dass wir da mit Möbel und oder Zigarren zurückfahren können. So, da überlege ich mir fast, ob ich hier hätte noch eine Parallelstrecke bauen sollen. Wäre fast besser gewesen. So. Das trifft sich perfekt. Dann können wir das mit 5 Waggons fahren. Rückfahrt ist zwar nicht so interessant, aber macht nichts. Und hier bauen wir dann entsprechend mal auf jeden Fall einen Zug für Luxus, einen Waggon für Luxusartikel, sprich Zigarren. Ja, das ist klar. Völlig ruiniert. Wegen schlechter Auftragslage kann man nichts machen. Aber immerhin haben wir schon 0,9 zusammen. Ist mal nicht schlecht. Die haben jetzt auch abgelevelt komplett und hier werden wir dann noch einen Waggon für Möbel bauen, der übrigens sehr teuer ist, sehe ich gerade. 10.000. Das ist viel. Okay, und was machen wir noch? Ich würde sagen, schauen wir, dass wir hier noch ein bisschen auf ein paar Punkte investieren, auch in den Produktionsfaktor, dass da mehr rauskommt. So, die ist schon ein bisschen beschädigt. Werden wir reparieren. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall bald mal den Ballonfahrer. So, die einfach schneller machen, damit sie hier unser Gleis nicht zu sehr blockiert. Ja, jetzt können wir uns dann langsam trauen zurückfahren. Ihr seht, allein schon der eine Waggon Luxusartikel bringt Profit. Und die Bretter holen wir her. Dann können wir einmal diese Fahrt wagen. Und einfach ein bisschen warten, bis wir es automatisieren, bis das Ganze hier vernünftig anläuft. So, dann brauchen wir natürlich hier die Spezialmitglieder, beziehungsweise werde ich investieren in die Aufdeckung des Bergpasses. Da werden wir nämlich unseren Tunnel durchgraben, beziehungsweise unsere 2 Tunnel durchgraben. Und oft einmal lohnt das Aufdecken sogar fast, weil, nicht zu vergessen, auch das Aufdecken an sich kostet ja Geld. Von dem her spart man sich da einiges. Ja, und ich würde sagen, das machen wir noch schnell. Dann ist ein guter Moment, um eine Pause einzulegen.
So, einen... Wieso habe ich jetzt eigentlich die Spezialmitglieder gekauft? Der Ballonfahrer war ja schon da. Naja, in der wohlweislichen Voraussicht, dass wir sicher noch einen Geologen brauchen werden. Von dem her passt eh. Okay. Der ist mal passend ausgerüstet. Dann machen wir uns da auf Entdeckungsreise. Und den lassen wir einfach mal da. Gut, dann sowas. Wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk und baba.